Ich bin der Teleporter. Ich teleport mich zu Rage Mode. Ich teleport mich zu Survival Games. Ich teleport mich zu Treppen in Minecraft. Ich teleport mich zu Zombies. Ich teleport mich zu Surf. Ich teleport mich zu Main Morals. Ich teleport mich zu Conquest. Ich bin der Teleporter. Und yo, meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung. Und willkommen zu einer neuen Folge. Stimmt das ab? Wir probieren wie immer in diesem Format unter die Top 10 von den QSG-Rankings zu kommen. Jetzt ist Folgendes passiert. Zunächst gibt es neue Maps. Ich hatte zwischenzeitlich kein Internet und war unterwegs. Das sind inzwischen 6 Tage gewesen, in denen ich kein QSG zocken konnte. Das wollte ich heute nachholen. Für die Leute, die mir auf Twitter folgen, Link ist natürlich in der Beschreibung, die haben sicherlich mitbekommen, dass ich heute getwittert habe, beziehungsweise den Bescheid gesagt habe, mir geht's nicht so gut. Und deswegen lag ich bis dato im Bett. Und deswegen kommt dieses Video auch irgendwie erst so spät heute. Und ich habe meistens nicht wundern, weil kein Video. Ich tue mir viel. Mir ging es heute einfach tatsächlich nicht gut. Und deswegen habe ich mich ein bisschen hingeschlänzt. Eigentlich wollte ich heute dann schön früh aufstehen und dann irgendwie 4-5 Stunden wieder QSG zocken, damit ich wieder ins Ranking komme. Jetzt habe ich das nicht gepackt. Will aber natürlich euch irgendwie ein Video machen. Jetzt werden wir in dem Ranking höchstwahrscheinlich, was jetzt gleich kommen wird, ordentlich abgerutscht sein. Bis zur nächsten Folge, wie gesagt, ich komme jetzt 6 Tage, habe ich nicht wirklich gespielt, im Stream gestern 1-2 Mal. Nur damit ihr Bescheid wisst, ich habe das leider nicht geschafft zeitlich, es wurde dann einfach irgendwann, ist es auch bei mir in meinem Leben zu viel und der Körper schaltet runter und da muss man sich einfach mal auch ein paar Stunden hinlegen. Und dementsprechend bitte nicht böse sein, wenn euch das gefällt hier, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen, dennoch, da würde ich mich bestialisch drüber freuen und dann gucken wir jetzt mal aufs Ranking, denn das hat sich ja ein bisschen verändert. Dann gibt's 3 Runden und dann am Ende nochmal das Ranking. Dann die Fates dieser Aufnahme bei Stammtisch. Und deswegen legen wir jetzt erstmal los damit. So, wir sind auf Position 221, haben 103.620 Punkte, 2.311 Kills, 714 Death, eine KD von 3,24, 1016 Spiele gespielt, davon 287 gewonnen und eine Siegeswahrscheinlichkeit, die steht da wieder mal nicht, aber die sage ich immer dazu, von 28,25%. Und jetzt viel Spaß in der ersten Runde. So, da sind wir auch schon in der ersten Runde auf einer neuen Map. Ich weiß gerade leider nicht genau, wie die hieß. Ich habe hab nicht so drauf geguckt, wie ich ein Dummkopf bin. Jetzt die große Frage, ist hier auf der Insel schon eine Kiste? Dann muss ich nämlich nicht so weit rüber. Ist es nicht? Oh mein Gott, was für ein scheiß Spawnpunkt. Doch, hier ist einer. Aber da ist nichts drin, oh Mann, oh. Gehen wir doch mal hier nochmal rüber. So, Schwert wenigstens. Das ist schon mal ein guter Anfang. Nehmen wir uns mal ein bisschen zurück hier. Heilige Mutter. Das ist auch immer dann jetzt noch diese zusätzliche Schwierigkeit, nicht runtergekickt zu werden, Alter. Und er ist direkt so ein komischer Angelmensch. Komische Angelmenschen immer. Die können doch alle nicht. Die sind doch alle Angelmenschen. Nein, jetzt keine ich will jetzt keine Belehrung wieder in den Kommentaren mit. Ja, wenn man eine Angel richtig einsetzt, dann ist das ja sehr gut. Das glaube ich euch definitiv. Und stimme ich euch zu und ihr seid alle sowieso besser als ich. Von daher habt ihr immer recht, wenn es um Minecraft geht. Ja. Ich erkunde mal tatsächlich, glaube ich, ein bisschen die Map so. Jetzt nicht unbedingt immer ein paar Pieps finden sollte. Oh. Ich habe ja gar keinen Bogen. Ich wollte gerade mit Bogen auf den schießen. Das ist wieder dieses, ich habe so lange kein Minecraft gespielt und jetzt fühlt sich Minecraft so an wie was ganz Neues. Das ist einfach nicht so wie Fahrradfahren. Ich hätte das gerne, dass Minecraft so wäre wie Fahrradfahren, so dass man das nie verlernt. Aber echt, wenn man so nach 5 Tagen wiederkommt und man kann einfach nicht zocken, zumindest kein PvP, dann Bedwars hat Bett abgebaut! dann ist das schon ein bisschen kacke, finde ich. Also, tatsächlich, ich tue mich echt schwer immer. Gestern auch im Stream, da konnte ich mich schon ein bisschen eingewöhnen natürlich, von daher keine Ausreden jetzt. Aber, ein Dude ist einfach gestorben, ist er runtergefallen oder was? Was ist denn bei dir los? Und guck mal jetzt hier, wir speien aus dem Fenster. Er hat eine Diamantbrustplatte. Hetze ab, die Fallen kannst ransummen, du Faggot! Hab ich aber nicht. Aber tatsächlich, ich weiß auch nicht, was das genau ist, habe ich zumindest das Gefühl, obwohl ich keinen Optifine habe, respawne ich inzwischen auch ein bisschen schneller zumindest. Vielleicht liegt es daran, dass ich eine ganze Zeit lang den Lüfter von meinem PC, oben zumindest, das obere Teil, nicht anhatte. Ich will jetzt gar nicht hier so krass rumlaufen. Ich habe gerade so schöne Geschichten erzählt. Ich will gerade ins Deathmatch kommen und diese Runde nehmen können. Ich möchte das gerade. Ich möchte nicht sterben, bitte. Dankeschön. Oh mein Gott, hätte man da gerade runter...
wie behindert ist das denn? What the fudge? Sowas sieht mir ja fast schon wieder ähnlich. Die neuen Maps sind schwer, kann das sein? Können wir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die findet. Ich finde die, oh mein Gott, kommt umgespielt. Warte. Warte. Hi. So, mach raus. Den Fight, der hat nämlich bedeutend... Hat er besseres Equipment? Ich weiß gar nicht, ob der besseres Equipment hat. Hatte der besseres Equipment? Oder so viel besseres Equipment? Ich habe nämlich auch eine Eisenrüstung. Warum laufe ich weg? Warum laufe ich weg? Was ist denn los mit mir? Okay, er hat einfach ein Eisenschwert da hinten. Genau, Junge. Genau. Du wirst mich richtig destroyen, Alter. Da muss ich mich echt mega zurückhalten. Und Deathmatch, so, jetzt kommen wir mal 3, 2, 1, alles easy. So, war das schon mal gemerkt? Oh, es gibt auch neue Dings. Stimmt, die habe ich tatsächlich aber einmal gespielt. Die habe ich aber einmal gespielt, das Szenario hier. Ding ist halt, ich habe kein Essen. Bist du da? Und auf einmal läufst du weg. Irgendwie laufen immer alle Leute nach 3 Hits, konsekutiven Hits hintereinander weg. Oder der eine ist gedownt worden vom Dude mit dem Eisenschwert. Ich werde ihn mal kurz das austragen lassen. Da kann ich nämlich in der Zeit noch reggen. Und ein bisschen voll werden, weil der Typ hat viel besseres Equipment als ich. Also der hat eine Dia-Chest und ein fucking Eisenschwert. Eigentlich muss ich direkt danach da reingehen. Gucken wir mal. Oh mein Gott, okay. Chillen. Einfach nur voll werden mit dem Essen, was ich jetzt noch habe, weil danach kann ich mich nicht mehr reggen. Und jetzt langsam dahin. Schon mal Pfeile sammeln, aber ich habe ich habe keinen Bogen. Guck mal. Jetzt hat mich halt eigentlich gezeigt. Das ist ein bisschen blöd. Ich dachte, ich kann abstauben. Mann! Ich wollte doch abstauben, nur. Oh, jetzt schießt er mit dem Pfeil. Jetzt bin ich voll und habe aber kein Essen mehr. Trag das aus, Leute. Trag das Ding aus. Ich bin da. Kannst auch nicht mehr so viel haben. Oh, ist gut in die Kombo gepackt. Und da ist das Ding, Alter. Und da ist das Ding. Bassstauber, GG. Gut, an der Stelle, wie gesagt, ich bin ja auch schon so oft abgestaubt worden. Ich bin ja ein Vertreter des Abstaubens, Nicht-Fair-Spielens und des Bow-Spams. Von daher, jedes Mal Glück gehabt und viel Spaß in der zweiten Runde. So, da sind wir auch schon in der zweiten Runde. Wir spielen The City of Elders. Das ist auch eine neue Map. Es gibt unglaublich viele neue Maps. Ich hab die noch nicht gespielt, alle tatsächlich auch. Deswegen gehen wir einfach mal kurz ins Headquarter. Da ist jetzt nicht allzu viel tolle Sachen drin. Die Pfeile habe ich auch nicht mitgenommen. Ein bisschen in Aufruhr gerade hier. Was geht noch ab? Können wir hier raus? Können wir bestimmt nicht raus, ne? Doch, hier kann man raus. Bringt mir aber nichts. Ich möchte eigentlich in das Haus... Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe nur Schuhe und eine Angel. Das ist voll scheiße. Kann man hier runterfallen? Nee. Guten Tag, willkommen im Schornsteinfeger Let's Play. Heilige Scheiße, Alter. Okay, Moment, dann probieren wir nochmal hier rüber, da rein zu gehen. Okay, und hier ist natürlich eine Kiste mit Schwertern und allem drum und dran. So war der Plan. Das haben wir doch geschafft hier, wir kleinen Spartaner und süßen Menschen. Sexy. What the fuck, Alter? What the fuck? Hier sind. Das ist so ein Sexsklavenhaushalt ist hier, Alter. Hier werden die Sexsklaven gehalten. Hier, sexy Hase, die Ebony-Chicks und Mrs. Radcliffe. Das ist die von Daniel Radcliffe. Das ist nicht die Frau, das ist die Sklavin. Die musste sich nämlich auch so nennen. Das ist eine ziemlich verzwickte Lage, Leute. Also 1993 war schon heftig. You can only sleep at night. Ja, frag mal, wann hier die Ebony-Chicks und der sexy Hase und Frau Radcliffe schlafen können. Die fragt keiner, wann sie schlafen wollen, nicht? Weißt du, warum nicht? Weil es eine angespannte Situation ist. Prekär angespannt. So, jetzt gehen wir nochmal runter hier und jetzt probieren wir uns nochmal ein bisschen außen ran zu lungern. Draußen rum zu lungern, denn ganz nach unten möchte ich eigentlich nicht. Ich glaube, da ist nämlich... Gucke mal, wir haben noch Sachen. Das wird immer besser hier, Alter. Ich mit meinem Holzschwert. Wir waren mal ein Team. Team. Ich habe gerade voll die sexy Stimme, oder? Sexy, sexy, voice. Aber ich war ja auch gerade im Sexsklavenhaus. Ich habe ein bisschen Schiss gerade hier, muss ich sagen. Ich bin nicht allzu gut ausgerüstet. Ja, komm, geh mal runter. Auf die Konfrontation, Leute. Auf die Confrontation of Life. So, hier kann man auch nicht runterfallen. Hi. Eigentlich könnte ich runter und probieren, ihn zu klatschen. Machen wir mal. Oh, er ist aber direkt gecheckt, dass ich runter bin. Oh, das ist natürlich nicht gut. Das ist natürlich jetzt nicht gut, weil er hat einen Bogen. Er hat einen Bogen, Leute. Das ist natürlich
situativ sexy. Wie viele leben denn noch? Es muss doch hier... Ach, da ist schon einer tot jetzt. Das ist natürlich jetzt die große Debate of Life. Ihr merkt das auch immer. Ich bin ein bisschen zurückhaltender in diesen Runden, wenn ich länger nicht spielen konnte, weil ich einfach tatsächlich nicht mehr so in diesem Minecraft-Hype bin. Und dann will ich lieber irgendwie Runden irgendwie zu Ende bringen und ins Deathmatch kommen, damit ich die verwenden kann und da dann den Fight provozieren, als tatsächlich in der Runde so loszulegen. Das seht ihr auch nachher in den Fails, dass immer, wenn ich dann probiere, so... Wenn ich so ein bisschen eingespielt bin, gehe ich auch gerne mal offensiver dann irgendwie rein und probiere so zwei, drei Leute irgendwie die Runde nochmal mitzunehmen. Also wie man das normal halt macht in der QSG-Runde. Aber hier habe ich tatsächlich immer ein paar Probleme. Oh, 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 Junge. Du bist so am Bodenbank bei mir. Nein, nein. Wer war das? Der? Nee, doch. Nee, nee, das ist der nicht. Fuck, welcher war das? Welcher war das? Hex? Ich habe keine Hex. Survivor, ich bin blöder Peak-Player. Wo ich, glaube ich, auch gar keinen guten Ping habe. Zeig mir den Ping! Oh Gott. Gut, einen hab ich bekommen. Mal hier den mal. Stege, so, Alter. Hallo, Stege. So, er hier. Zum Recorden. Minecrafter HD. Okay, er hatte einen Bogen, glaube ich, auch, oder? Ja, er hat uns auf jeden Fall einmal mit dem Bogen getroffen. Den Vorteil hat er zumindest schon mal. Ich glaube, er ist einfach nur am Regen, oder? Deswegen läuft er weg. Ja. Okay, keiner von denen. Umdreher. Ich hau dich runter, Menschen. Gut, er wird down gehen jetzt. Er verbrennt. Und den können wir verschlagen. Also ich bin tatsächlich selbst ein bisschen überrascht, dass wir so gute Kombos reindrücken können. So, einer down. Zack, das mal kurz auf die 1, das mal anziehen. Der ist nicht tot. What the fuck? Jetzt habe ich aber auch einen Bogen, mein Freund. So, und... Okay. Nochmal weiter. Nochmal weiter. Ah, okay. Ach, crap. Okay. Alter, das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Und jetzt vibriert mein Handy wegen diversen Skype-Konferenzen. Hilfe. Da ist das Ding gegessen. Fettes G zu dem G. Vielleicht sieht der andere, der bestimmt jetzt gewartet hat, um mir nochmal zu sagen, dass ich Hex habe, dass ich keine Hex hatte. Oder er ist direkt gegangen und hat mich direkt reported. Und da gibt es ein Herzchen, deswegen gibt es ein Herzchen zurück. Herzchen für alle. Herzchen für Liebe. War wieder ein gutes Deathmatch. Wir sehen uns gleich in der dritten Runde. So, da sind wir auch schon in der dritten Runde. Wir spielen eine Runde Bayview. Die habe ich zumindest auf Gomme noch nicht gespielt. Die habe ich gestern im neuen Modus mit Krani das erste Mal gezockt. Weil man da ja auch so einen QSG-Deathmatch-Charakter am Ende hat. Gucken wir mal hier. Zack, 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 zack. Hier ist, glaube ich, auch noch keiner gewesen. Nee. Gott, Alter. Ich bin so dreckig im Hotkeying gerade. Das ist unglaublich. Man hört es klappern, aber irgendwie passiert nichts. Das ist das Schlimme. Du hast einfach nichts. Oh Gott, ich wäre so tot gewesen. Hatten die gerade... Sah aus wie so eine richtig nice Team-Taktik, die sie gemacht hatten, Alter. So nach dem Motto, ich log ihn an. Du setzt dein TNT. Ja, hat er nochmal gemacht. Okay. Gut, das interessiert mich auch nicht besonders. Zack, zack, zack. Ich muss erstmal gerade mal gucken, was der Typ noch hat, was ich nicht hatte. Ich glaube, der hatte noch ein paar Anziehsachen. Eine Hose zum Beispiel und einen Kopf. So. Let's do this. Like a Polaroid picture. Hatte der einen Bogen? Nee. Hi, da bist du wieder. Machst jetzt nochmal TNT. Wie macht der Dude immer TNT? So, gucken wir mal. So. Perfekt. Dann nochmal die Hose. Ist auch ganz nett. Die Runde war ein bisschen offensiver, aber da muss man auch Glück haben. Ich hatte, ihr seht das gleich in den Fails. Ein paar Fails natürlich bis dato schon immer drin. Und momentan ist echt wieder so ein bisschen Land unter mit dem Schüssel. Also da waren ein paar Sachen bei, da hatte ich sehr gutes Equipment. Oh crap. Irgendwer klettert doch hier hoch, ja. Kann sagen. Guck mal. Stiche ist auf, Land. So, hi. Du hast zweimal gefressen, Alter. Ich finde das witzig. So. Oh, Sam Leng. Oh, Sam Leng. Gut für mich. Kann ich besser spielen. Zack, 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 zack. Kurz geschneckt.
Der andere Dude ist einfach weggegangen, ne? Der ist gar nicht hier hochgekommen, oder? Das war richtig merkwürdig. Er ist einfach so, der erste kommt hier so hoch, guckt so, oh, da ist einer, und dann ist er wieder runtergegangen. Und hat gesagt, nee, den mag ich nicht. Der war ein blöder Skin. Ich weiß gar nicht, was ich für einen Skin habe bei den anderen immer. Man kriegt ja mit den Nicknames auch immer so einen Skin. Ich war schon mal ein Pikachu. Und ein Minion. Und Palüten war auch ein Minion. Das ist ja süß immer. Voll die spannenden Gespräche heute. Oh Mann, ey, ich bin so durch den Wind, Leute. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Es ist noch so viel zu tun. Und bald ziehe ich um. Und das wird nochmal stressig. Stressig. So, ich hab ein bisschen Angst, dass der eine Dudelino gleich von... Okay, der war einfach AFK. Alter. Alter, ernsthaft. Okay. Pfeile verschwendet, megamäßig, aber when we blame, wenigstens ins Detail-Mädchen geschafft. Was machen die hier? Die bücken sich wieder. Da war gestern auch schon. Da habe ich gestern schon geschrieben. Was ist? Guck mal, er ist auch wieder. Er bückt sich die ganze Zeit. What the fuck? Ach, er hat, glaube ich, einfach so einen Bug. Aber der kann doch schnell laufen. Zwischendrin kann er doch immer schnell laufen. Oder? Also entweder hat er seinen Hack falsch eingestellt oder irgendwas ist auf jeden Fall passiert bei ihm. So, einer weg. Der zweite kann nicht laufen, der müsste auch fast tot sein. Ja. So, und da ist das Ding. G zu dem G. Das war Nizza. Der hatte, glaube ich, irgendwie einen Bug. Wenn ihr das habt, zum Beispiel mit diesem Sneaken, müsst ihr einfach nochmal shiften. Shift drücken. Ich sag's jetzt ihm auch mal. Shift drücken, dann geht das. Also, wie gesagt, im Mitten, wenn noch ein anderer Dude ist, dann kann ich ihm das halt nicht so chatten, weil da war jetzt noch ein zweiter, sonst hätte ich ihm das irgendwie jetzt schnell geschrieben. Aber natürlich ist es auch eine Siegwahrscheinlichkeit und ich bin ja ein Arschloch und spiel nicht fair. Dann hätte ich ihm das ja auch sagen können, es tut mir auf jeden Fall sehr leid. Jetzt habe ich ihm ja wenigstens noch im Nachhinein gesagt, für die Zukunft. Wenn euch das Video dennoch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen, das würde mich sehr freuen. Ich bin extrem irritiert, dass ich einfach 3 Runden gewonnen habe im Deathmatch. Vollkommen irritiert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bin sowas von aus der Übung gerade und durch den Wind des Todes. Also ich bin auch... nicht konzentrieren, alles whatever. Ja, ich gucke jetzt gleich nochmal, dass ich hier jemanden mir an Land ziehen kann und anbagger für eine gute Bad Wars Runde, die dann gleich noch kommt. Und dann würde ich sagen, viel Spaß jetzt bei den Abschlussstats und dann noch natürlich bei den Fakes dieser Aufnahmerunde. Viel Spaß! So, wir sind auf Position 216, haben 104.540 Punkte, 2.327 Kills, 718 Death, eine KD von 3,24 immer noch, haben 1.023 Spiele gespielt, davon 290 gewonnen und eine Siegeswahrscheinlichkeit von 28,35%. Weiterhin, glaube ich. Ich glaube, die war auch am Anfang so. Steht ja eh nicht da. Müsst ihr zuhören. Und jetzt viel Spaß mit dem Feld! Setz auf Bessern! Oh Gott, er hat ein Eisenschwert. Ja, scheiße! Habe ich die Karte mal gespielt? Slash. Ficken, Alter! Richtige Debatte. Oh mein Gott, Alter! 3-mal hintereinander direkt weggerotzt von irgendwelchen. Wir machen folgendes: Wir essen den. Naja. Ficken! Ich hätte so gute Sachen, Mann!